Tradition mit Zukunft wird bei der Ludwig-Reiter-Schuhmanufaktur gelebt. In Süßenbrunn am Stadtrand von Wien hält man in vierter Generation die Schuhmacherkunst hoch. Das ist ein Familienunternehmen, das mein Urgroßvater begonnen hat als Schuhmacherei vor, also im Jahr 1885, also vor über 130 Jahren. Wien hat eine große Schuhmachertradition, die schon weitgehend vergessen ist. Und das wird auch im Ausland durchaus gesucht als Schuhe aus Wiener Provenienz. Und wie entsteht ein Schuh? Es beginnt logischerweise beim Zuschnitt, beim Oberlederzuschnitt. Dann gibt es die Oberteilfertigung. Das ist klassisch in der Schuhmacherei immer so der erste große Schritt, wo dann die zugeschnittenen Teile zusammengebaut, genäht, gebuckt, perforiert und so weiter werden. Dann habe ich einen fertigen Schaft und das ist die erste große Etappe. Dann geht es in die eigentliche Schuhmacherei, wo dieser Schaft über einen Leisten, über eine plastische Form gezwickt wird, wie man sagt, also sprich montiert und erst dann am Boden der ganze Bodenaufbau montiert wird. Die Erzeugung rahmengenähter Schuhe ist der ganze Stolz des Unternehmens. Man sagt auch die königliche Machart, das ist ja eigentlich schon seit Jahrhunderten die wirklich beste Art, Methode der Schuherzeugung. Und der Witz an der Sache ist, dass das Oberteil nicht einfach nur an die Unterseite des Bodens angeklebt und dann mit einer Sohle verklebt wird, sondern das Ganze geht über einen Rahmen, der das Ganze wie ein Chassis trägt, wo zuerst das Oberteil mit der Brandsohle an diesen vernäht wird und dann mit einer zweiten Naht an den Rahmen die Sohle vernäht wird. Gut Schuh braucht Weil, vor allem bei echter Handarbeit. Es sind je nach Bauart bis zu 200 bis 300 Arbeitsschritte. Und wenn man so die gesamte Arbeitszeit, die auf so eine Schuhproduktion entfallen, dann kommt man ungefähr so auf einen halben Manntag. Eine Investition in handgemachte Schuhe zahlt sich langfristig aus. Weil sie also langlebiger sind, also eigentlich über eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung allein schon fast sogar die günstigeren Schuhe sind. Und zum Zweiten, weil ich in dieser langen Gebrauchsphase dann auch mehr Freude dran habe. Ludwig Reiter ist Mitglied bei Wien Products, einer Exportinitiative der Wirtschaftskammer Wien.